Man kann heute sagen, was man will, die stille Zeit, sie ist nicht still. Hektik gleich von Anfang an Stille nicht zu denken dran. Zu leise war sie früher halt. Der Schnee gerieselt und ein wenig kalt. Man hat sich kein Stress gemacht, kein Stress bis zur heiligen Nacht. Heute geht es im November an, egal wo man hinschauen kann. Bei jedem Tag ist man irgendwo, einem jeden ergeht es ebenso. Man feiert groß im Verein, Konzerte kommen obendrein. Christkindlmärkte, ja überall. Eine stille Zeit, auf keinen Fall. An Weihnachten kommen zuletzt auch noch eine große Anzahl Gäste. Das ganze Haus wird blitzeblank geputzt, dass jeder ja nur noch so stützt. Ist schon die ganze Stadt ein Lichtermeer, so braucht man für das Haus noch etwas mehr. An jedes Fenster, da muss was dran, damit man sich auch sehen lassen kann. Und geht es an den Tag dann ran, der heilige Abend kommen kann. So fehlt bestimmt noch dies und das. Geht es noch mal los, voll im Stress, was man am heiligen Abend dann isst, dass man am Weihnachtsbaum auch nichts vergisst. Vielleicht ist etwas noch nicht ganz perfekt, wird vielleicht am Schluss ja noch entdeckt. Und bevor man sich schaut dann mal um, ist Weihnachten auch schon wieder um. Von einer stillen Zeit war keine Spur, war Hektik und Stress nur pur. Ja, so geht es von Haus zu Haus. Die stille Zeit, die bleibt meist aus. Und trotzdem, was bleibt vom Rest? Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Gedichte und Geschichten aus meinem neuen Buch Weihnachten, ein Fest des Friedens. Gedichte und Geschenke und Geschichten und Gedichte zur Weihnachtszeit.